bloß nicht bewegen, flach atmen und wenig blinzeln. Als Aktmodell sind das nur einige Dinge, auf die Bernd-Peter Köhler aus Mainz achten muss. Das Schwierige, verschiedene Posen zu machen, dass die Knie zum Beispiel wehtun oder am Anfang wehtun, das geht mit der Zeit weg, man kann das auch verdrängen. Ich stehe auch schon eine halbe Stunde da oben. Dann tut es halt ab und zu mal ein bisschen weh. Oder der Körper fängt an zu vibrieren, dann muss man halt sagen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und dann wird das abgebrochen und die nächste Pose dann ausgesucht. Sogar still sitzen, gar nicht so einfach. Ich suche mir hier einen Punkt, nachdem ich gucken kann, weil ich hier ruhig stehen kann, fixiere den so, ne, und dann bleibe ich stehen. Mehrmals im Semester steht Bernd-Peter Köhler Modell an der Kunsthochschule in Mainz. Die Seminarleiterin Nicola Jentsch ist immer froh, wenn ältere Menschen sich für ihren Kurs ausziehen. Ich finde es eine ganz wichtige Sache und die Studierenden auch. Ich bekomme das immer wieder rückgemeldet, dass die sich besonders freuen, wenn ein älteres Modell da ist. Das haben wir natürlich seltener. Meistens haben wir junge Modelle und ich bin auch immer wieder auf der Suche nach älteren Modellen, weil ich einfach interessant finde, wie auch ein Körper sich verändert. Und ein Körper kann ja viel mehr erzählen, wenn schon ein bisschen Leben gelebt worden ist. Der offene Kurs für Studenten geht insgesamt 6 Stunden. 6 lange Stunden für Bernd-Peter Köhler. 6 faszinierende Stunden für die Studierenden. Man sieht auf jeden Fall das Alter und das ist halt sehr schön, weil dann manche Falten oder manche Körperteile mehr betont werden, dem Alter entsprechend, was halt schön ist. 13 Euro kriegt Bernd-Peter Köhler für eine Stunde Stillsitzen. Das Geld gibt er aber nicht für sich selbst aus. Mit dem Enkel war ich essen. Wir waren beim Grieche essen. Den lade ich einmal im Monat den ein zum Essen gehen. Dass Bernd-Peter Köhler bei seinem Nebenjob die ganze Zeit angeschaut wird, stört ihn überhaupt nicht. Dass sie alle gucken, ich blinzel alles nur, wenn jemand so angestrengt da. Und dann blinzel ich alles nur, mach mal so. Oder mach mal ein Gesicht. Kriegen Sie dann auch? Ja, die lachen danach. Sonst ist das zu ernst. Und ans Aufhören denkt Bernd-Peter Köhler noch lange nicht. Aktmodell will er noch bis ins hohe Alter bleiben. Fürs nächste Mal ist er schon gebucht.